Heute in der 78. Folge von Über Tage sprechen wir über die Mythen, die es so über Anarchistinnen, aber auch über Kommunistinnen gibt. Denn es ist ja allseits bekannt, dass wir sehr viel übereinander sprechen, aber tatsächlich auch deutlich seltener miteinander darüber. Und deswegen haben wir heute mal für euch so die Top 5 Mythen, die es über das anarchistische Lager und auch die Top 5 Mythen, die es über das kommunistische Lager gibt, zusammengestellt und wollen das Ganze, damit es nicht einfach nur wieder aus unserer Perspektive ist, nämlich mit einem Gast besprechen. Und dazu möchte ich jetzt herzlich die Özge İnan begrüßen, die vielleicht einige von euch schon kennen. Hallo, danke schön, dass ich hier sein darf. Ja, schön, dass du da bist. Ja, ich denke mal, wir starten einfach direkt durch. Da braucht es ja nicht viel Einleitung um den heißen Brei herum. Vielleicht kann man noch eine Sache vorweg sagen, außer du hast noch gleich was vorweg zu sagen. Meine, eine Vorstellung erübrigt sich Oh ja ja, fast eine bei. Vorstellung! Erübrigt sich ja Stimmt. scheinbar fast bei deiner Twitter-Follower-Zahl. Ja, aber vielleicht also ganz kurz. Aber vielleicht kannst du ein paar Ja, Takte also ich sagen. bin, mein Name ist Özge İnan. Wie Joshua gesagt hat, kennt man mich hauptsächlich über Twitter oder auch über meinen Stream auf Twitch. Und genau, ich bin Kolumnistin, Journalistin, so ein bisschen alles. Ja, und heute bin ich hier in diesem Podcast eingeladen. Ja, also sorry erstmal fürs Unterschlagen deiner Vorstellungsrunde. Genau, also vielleicht noch eine Sache vorweg, wenn wir jetzt halt von Kommunisten und Anarchisten sprechen, dann meinen wir aus unserer Perspektive jetzt eher so autoritären Sozialismus, weil wir ja auch uns selber als Kommunisten definieren würden, ne? Also wir haben ja gar keine Aversion jetzt gegen den Begriff Kommunismus oder so, sondern wir sind ja anarchistische Kommunisten und deswegen ist das eigentlich so ein bisschen beides von der Begrifflichkeit. Aber das wäre vielleicht vorweg zu sagen, dass wir dann der Einfachheit halber einfach immer sagen Ich Kommunisten, möchte auch Anarchisten. noch vorweg, Aber ich glaube, wenn wir ich jetzt. wollte sagen, ich werde Nee. sehr, und ich glaube, ihr auch, halt bewusst einfach pauschalisieren, weil es bringt nichts, vor jedem Vorurteil zu sagen, natürlich nicht alle und nur manche und so. Es ist uns klar, dass es in beiden dieser Lager auch Menschen gibt, auf die das nicht zutrifft. Deswegen ist es ja ein Mythos bzw. Vorurteil. Genau. Und was ich auch noch sagen will, ist, es sind Vorurteile, die die jeweils andere Gruppe über diese Gruppe hat. Es war uns auch wichtig, dass wir jetzt nicht mit Vorurteilen ankommen, die irgendwie in der Bild-Zeitung stehen würden, so. Ja, natürlich. Und ich glaube, bei den Sachen, die wir gleich als Mythen über den jeweils anderen sagen, dann wird schon allen klar sein, wen wir damit meinen, ne? Okay, wer fängt an? Dann als Okay, Gast, cool. denke ich. Mein erster Mythos ist: Anarchisten befassen sich nicht mit ihren eigenen Theoretikern. Ich sehe ständig an allen Ecken und Enden, hier, wir sind die Gruppe XY und wir veranstalten einen Marx-Lesekreis, wir veranstalten einen Gramsci-Lesekreis. Ich habe in meinem Leben noch nicht gesehen, wir sind die anarchistische Gruppe Regensburg und wir veranstalten einen Kropotkin-Lesekreis, Bakunin-Lesekreis, habe ich noch nie gesehen. So. Also gibt es auf jeden Fall. Also das kann man schon mal auf der Welt räumen, dass das nicht existiert. Wahrscheinlich existiert es schon weniger, was so die Beschäftigung mit alten Texten angeht, aber es gibt es auf jeden Fall. Also ich kann es auch aus der eigenen Stadt bezeugen. Wir hatten auch mal in Dortmund hier einen langjährigen Lesekreis, der kontinuierlich gearbeitet hat, also wo es halt wirklich so eine Gruppe war, die immer wieder neue Texte ausgehoben hat. Und ich kenne das auch eigentlich von sehr vielen anderen anarchistischen Gruppen, dass sie immer mal wieder Texte diskutieren und das auch als Veranstaltung anbieten. Genau, also das gibt es auf jeden Fall. Ja, um vielleicht nochmal auch so ein bisschen Erklärung da reinzubringen, neben dem, dass es das natürlich auch in einem kleineren Maßstab gibt mit so alten Texten, dass, glaube ich, viel in anarchistischer Theoriebildung man sich gerne auch mit den neueren Sachen beschäftigt. Also ich habe das Gefühl, viel stärker als jetzt in der kommunistischen Bewegung, wo man ja noch einen sehr, sehr starken und meiner Meinung nach auch berechtigten Bezug auf Marx nimmt und immer wieder auch Kapital, deutsche Ideologie etc. nochmal durchnimmt, ist es so, dass in der anarchistischen Bewegung man sich, glaube ich, lieber mit der neueren Was gibt's denn Theorieproduktion da für einen beschäftigt. Namen? Wen Und liest man da deswegen, so?
Das ist, glaube ich, die Sache. Es wird sehr viel in der anarchistischen Bewegung eben von anderen Gruppen oder Autorenkollektiven sich dann nochmal zu Gemüte geführt. Aber auch hier im deutschsprachigen Raum gibt es beispielsweise mit dem Gabriel Kuhn, der auch bei uns im Podcast zu Gast war, einen recht großen modernen anarchistischen Theoretiker. Und das ist halt, würde ich es auch sagen, häufig einfach weniger gesehen als jetzt von kommunistischer Seite, dass es da auch noch theoretische Weiterentwicklung gibt. Aber prinzipiell würde ich diesem Vorurteil, glaube ich, schon mal vielleicht zu einem sind's guten die Grad Berliner auch einfach. Zustimmen. Vielleicht sind es einfach unsere Anarchisten, die einfach nicht lesen, keine Ahnung. Aber möglichst habe ich es auch einfach verpasst, muss man auch sagen. Kann alles sein. Aber ich habe es einfach, ich habe mich immer gefragt, warum das so ist, weil ich mir immer dachte, also diese Leute haben solche Bücher geschrieben, muss dazu was gut sein. Ja, es gibt halt auch ein bisschen weniger Traditionsbewusstsein. Also ich glaube, das ist auch nochmal ein Punkt. Man so, auch wenn es theoretisch sich, einfach diese Linie ja, also man gibt. Sieht sich nicht als Teil eines historischen Blocks sozusagen, sondern als was. Das schon. Also ja. Das auf jeden Fall. Es gibt schon dieses Zugehörigkeitsgefühl zu der Traditionslinie des Anarchismus an sich, aber eben die konkrete Weitergabe oder die speziell jetzt was mit den historischen Schriften, da gibt es ja auch einfach Anarchistinnen, die das ganz ablehnen oder so, ne? Die halt sagen, ja, mit dem alten Kram, da brauchst du dich gar nicht mit auseinandersetzen. Gibt es natürlich auch welche, die sagen, ja, das doch, das ist die Grundlage, da müssen wir auf jeden Fall uns mit auseinandersetzen. Aber das ist ein bisschen unterschiedlich, weil jetzt in marxistisch-leninistischen Kreisen oder so würde ja jetzt niemand sagen, ja, Marx ergibt sich schon vom Namen her. Kannst du in die Tonne kloppen oder so, das würde auch keinen Sinn ergeben. Aber wir würden ja zum Beispiel auch sagen, das ergibt auch im Anarchismus. Denke ich nämlich Sinn, auch. Also man bezieht sich ja irgendwie auf eine gemeinsame Idee und diese Idee sollte man ja studieren. So. Ja. Auf jeden Absolut. Fall. Absolut. Aber das ist auch, das hat natürlich auch was damit zu tun, vielleicht noch so als ein letzter Punkt, dass es auch in der anarchistischen Bewegung einfach sehr viel nicht so klar ausformuliert gibt, dass man da bei vielen anarchistischen Gruppen eben einen sehr losen Bezug erstmal überhaupt zu dem Konzept Anarchismus hat und sich da auch nicht direkt ausdifferenziert. Das ist jetzt die anarchistische Traditionslinie, in der ich mich sehe, das ist die theoretische Entwicklung, in der ich mich sehe, sondern dass man so, wie heißt nochmal dieses Fachwort? Eklektizistisch ist es, glaube ich, für Architektur, dass man sich aus allen Schulen irgendwie so ein bisschen was zusammennimmt ich und halt nur schade, wenn es irgendwie, sich darauf bezieht. Also ich glaube, dass das mit auch der Grund ist, warum es über, naja, vielleicht auch, weil es das nicht in real existierend jemals gab, aber warum es in so in der normalen Welt, sag ich mal, wenn jemand über Anarchismus redet, dann in der Regel mit dem Bild im Kopf, ja, Anarchismus ist, wenn es keinen Staat und keine Gesetze gibt und alle einfach nett zueinander sind. So. Das ist die Idee des Anarchismus. Und dann ist es natürlich super einfach, sich darüber zu erheben und sagen, ja, was für ein Quatsch. Und das finde ich halt super schade, weil ohne selber sagen zu können, was es denn dann ist, also mir ist klar, dass es nicht das ist, aber ich könnte jetzt auch nicht konkret das beschreiben. Und ohne das konkret so beschreiben zu können, kann ich ja halt trotzdem sagen, ja, okay, es ist definitiv mehr als das, weil wie gesagt, solche Bücher, für die Podcast-HörerInnen, ich habe meinen Daumen, meinen Zeigefinger so weit wie es geht auseinandergespreizt und gesagt, solche Bücher. Genau, finde ich dann halt schade. Und ich finde, es ist ja dann eure Aufgabe irgendwo. Wir können ja auch nicht alles machen, diese Idee zu verbreiten. Genau, aber finde ich sehr gut, dass es das anscheinend doch gibt. Macht es mehr. Das ist mein Tipp. Keiner hat gefragt. Ja, vielleicht noch ein. Also ich glaube, also ich würde, wenn so in der Tendenz deiner These so, dass das einer der wichtigsten Gründe ist, warum der Anarchismus vielleicht nicht so bekannt ist oder dass er halt mehr ist als nur einfach Ablehnung von Staat, der würde ich, glaube ich, so ein bisschen widersprechen, weil ich glaube, da gibt es so ein paar mehr sehr tiefgreifendere Gründe, als dass jetzt Anarchisten zu wenig Lesekreise machen. Ja, durchaus. selber. Nein, ich wollte das auch überhaupt nicht so ausdrücken, als wärt ihr jetzt selber daran schuld, dass es das natürlich nicht. Aber ich glaube, Menschen hätten es vielleicht ein bisschen schwerer, das zu machen. Ich meine, wer wirklich schuld an unserem Problem ist, natürlich davon wäre sicherlich Kommunisten, gleich nochmal drauf. Okay, weiter geht's. Ne? Ihr seid jetzt dran. Ihr müsst jetzt euren ersten Punkt ausgeben. Aber ein bisschen vielleicht. Aber wir können eigentlich perfekt da anschließen, da wir ja gerade schon über Traditionslinie und so gesprochen haben.
um mal das Gegenbild zu zeichnen, dass nämlich KommunistInnen ihre Propheten anhimmeln. Ich habe eine witzige Story dazu. These. Und zwar war ich in einer Diskussion über so alte Statuen von halt, sei es jetzt im US-amerikanischen Kontext, diese Sklavenhalter-Statuen, da ging diese Diskussion ja los und dann auch ne, auf Deutschland angewandt, auf irgendwelche Kolonialherren oder sowas. Und ich habe natürlich gesagt, ja, hä, abreißen, was soll das? So, wie dumm. Und dann hat einer als so Gotcha, weil der irgendwie begriffen hat, dass ich Kommunistin bin, hat dann so eine Marx-Statue drunter gepostet und meinte so, aha, und was ist dann mit ihm? Weil er war ja Antisemit oder sowas. Ne? Und dann meinte ich so, erstens, nein, war er nicht. Zweitens, ist doch egal. Also, ja, reiß ab. Gerne. Mir doch egal. Natürlich kann alles weg. Also, man braucht keine Marx-Statuen in der Stadt haben, wenn dafür erstens niemand Marx liest und zweitens, ne, also die Welt so ist, immer noch so ist, wie sie ist. Braucht man alles nicht. Selbst in einer perfekten kommunistischen Utopie bräuchte ich keine Marx-Statuen irgendwo, auch keine Rosa-Luxemburg-Statuen, keine Statuen von irgendwem. Aber es stimmt natürlich. Also, dadurch, dass wir ja diese vielleicht auch so ein bisschen vom real existierenden Sozialismus abgeguckt quasi, diese super, dieser super krasse, ich mache gerade nicht so einen guten Punkt vor mir, aber ich habe hier einen kleinen Bild von Angela Davis einfach hängen, aber wir mögen einfach Köpfe, so. Wir haben ein Thing dafür, irgendwelche Büsten, irgendwelche Fotos, irgendwelche, ich bin aufgewachsen in einer Wohnung mit einem Bild von Karl Marx an der Wand, so. Ich weiß nicht warum. Es kann nicht nur wegen dem Realsozialismus sein. Es muss vielleicht auch, weiß ich nicht, wegen dieser leninistischen Idee auch irgendwie einer Partei mit einer Person an der Spitze, die irgendwie uns den Sozialismus bringt. Ich glaube, darauf stehen wir einfach. Genau, ich kann dieses Vorurteil leider nicht wegschieben. Es ist so und wir müssen es anders machen. Wir müssen es besser machen. Wir müssen davon Abstand nehmen, weil es ist natürlich Käse und nicht mehr zeitgemäß. Ich glaube, für uns in dieser Kritik, die jetzt dahinter steht, geht es ja auch nicht unbedingt darum, jetzt generell sowas abzulegen. Ne? Also zum Beispiel würde ich jetzt auch sagen, dass man Statuen auch ruhig stehen lassen kann, solange man jetzt nicht, wie dann in realsozialistischen Ländern, an jedem Pfahl, an jeder Stelle irgendwo einem die gleiche Fresse entgegenscheint. Dann wird es halt so richtig Orwell schon wieder, ne? So 1984-mäßig, so beobachtungstechnisch. Aber wenn man jetzt wirklich über diesen Punkt redet, von dass man auch bestimmte Persönlichkeiten einer Idee hervorhebt, die wichtig für diese Idee sind, dann ist das ja eine völlig in Ordnung, eine Sache, die in Ordnung ist, weil natürlich verbindet man dann auch mit diesen Personen natürlich gewisse Ideen und das ist ja im Anarchismus auch so, dass es also eine Reihe von wichtigen Persönlichkeiten gibt, die auch häufiger genannt werden als andere und die da auch anders vielleicht gewürdigt werden. Und damit, da geht es ja einfach um das Lebenswerk, was eine Person auch geschaffen hat, eine Theorie, die eine Person vorangebracht hat. Und da sehe ich jetzt nicht prinzipiell ein Problem drin. Schwierig wird es eben wirklich, wenn das so, ja, wie du das schon ein bisschen angedeutet hast, auch fast schon so einen religiösen Touch bekommt oder halt eben so ein allumfängliches und, Ding wird. Ne? Ich wollte auch nicht sagen, dass es immer schlimm ist, keine Ahnung, ein Bild von jemandem im Zimmer hängen zu haben oder sowas. Offensichtlich denke ich das nicht. Aber es ist halt, wenn das dann auch dazu führt, dass du, keine Ahnung, bestimmte Fehler in der Theorie, in den Schriften nicht anerkennen kannst oder weiß ich nicht. So, sagen wir, du setzt dich mit der Biografie dieser Person auseinander, keine Ahnung, und du kannst nicht anerkennen, dass diese Person in ihrem Leben logischerweise auch schlimme Sachen gemacht hat, weil wir alle Menschen sind. So, dann wird es halt wirklich schwierig. Oder wenn man, die Theorie zum Beispiel könnte sich ja niemals weiterentwickeln. Hätte nicht Lenin an irgendeiner Stelle gesagt, okay, Marxismus, ne, ist richtig und so weiter, aber das muss weitergedacht werden, dann, wo, also, ne, dann hätte es ja die Sowjetunion nie gegeben. So, also man muss stop. Ich will kein Grinsen hören an der Stelle. wenn man nicht bereit ist, die Begründer seiner eigenen Theorie nicht hinter sich zu lassen, im Sinne von sich damit nicht mehr zu befassen, sondern fortzusetzen, was die gemacht haben, und dazu gehört auch Fehler entdecken und besser machen, dann ist man nicht politisch überhaupt, in meinen Augen. Dann ist man einfach Teil von einer Sekte. So. Und dazu gehören logischerweise erst recht, also ne, wenn also, Karl Marx dazu gehört, dann gehören dazu logischerweise erst recht
Leute, die heutzutage halt leben und Sachen schreiben und Sachen sagen, dass man weder sich einen sucht, dem man blind folgt und wo man alles für bare Münze nimmt, was der macht. Das beobachten wir ja im Kleinen auch auf Social Media, dass es so, keine Ahnung, ein paar Leute gibt, die halt fanatische Followerschaften einfach haben. Und ja, dass man weder sagt, dieser Person, alles, was diese Person sagt, ist automatisch richtig, noch, wenn diese Person dann einen Fehler macht oder irgendwie an einer Stelle sich irrt oder was auch immer oder ne, was Falsches macht, dass man dann auch nicht sagt, ah ja, okay, jetzt ist er raus. So, jetzt ist der für immer und ewig verbrannt und jetzt kann der nie wieder irgendwas Richtiges machen. So, das geht halt auch nicht. Das sind auf jeden Fall zwei so wichtige Punkte, weil ich habe auch das Gefühl, dass gerade wenn wir uns das geschichtlich ansehen, ist das ja auch immer wieder in sozialistischen Staaten einfach gab, dieses Problem von ganz offensichtlich gab es Fehlentscheidungen in der Führungsriege, ein gutes Beispiel da Mao Zedong, und nachträglich wird es einfach nur dann immer auf irgendwelche anderen Faktoren geschoben, um halt weiterhin diese Traditions- und Rechtfertigungslinie ja. im Staat dann weiterzubehalten. Natürlich gibt es da auch Unterschiede und ich habe auch schon mitbekommen, dass es dann da ganz ausgeklügelte Systeme gibt, ab wo man dann sagt, darauf können wir uns jetzt noch von der Weiterbildung vom Marxismus beziehen, dass es dann in manchen maoistischen Organisationen irgendwie so eine 50%-Regel gibt, wenn die Person mehr als 50% richtig gemacht hat, wie auch immer man das dann sozialwissenschaftlich vermisst. Dann wird es halt noch in die Traditionslinie mit reingepackt. Witzig. Und sonst halt nicht. Aber auch eben, dass dann genau dieser Punkt auch einfach für staatliche Legitimität verwendet werden kann, in Fällen, wo ganz offensichtlich ist, dass das, was da passiert, yeah. eben kein sozialistischer Staatsaufbau mehr ist und dass man ganz krasse Fehler in so Wirtschaft macht und jetzt mal ganz abgesehen von dem ganzen Problem mit Zentralismus und Partei. Ich meine, ich habe hier eine Postkarte an der Wand hängen, die ich mal, als ich in Berlin zu Besuch war, aus irgendwie so einem DDR-Antiquitätenladen oder so geholt habe, auf denen die geschrieben haben, seine Ideen haben wir verwirklicht, neben einem Marx-Kopf da drauf. Und das ist natürlich was, was einem einfach unfassbar viel Legitimität verschafft, wenn man sich eben dieses kommunistische Bild gibt und all dem, was eben ich glaube, mit dahin geht für Staaten die Leute. Immer, das wurde ja schon so häufig eben einfach verunglimpft. Oder eins der Probleme, die sie alle eint, ist, dass sie eben aus der Unfehlbarkeit der marxistischen Idee geleitet haben, dass sie selber dann auch unfehlbar sein müssen, weil ne, sie sind ja die, die Vollstrecker sozusagen dieser Ideologie. Und diese Ideologie ist offensichtlich, wie sagt Lenin, allmächtig, weil sie wahr ist. Ja, und dann bist du nun mal auch allmächtig, weil alles, was du machst, kann nur richtig sein, weil du kommst ja von dieser Idee. Und das ist natürlich von Anfang bis Ende Quatsch. So. Und ein Sozialismus, den wir neu aufbauen, der muss sich dessen bewusst sein, dass nur weil wir Sozialisten sind, nicht, dass es nicht heißt, dass wir, keine Ahnung, allein schon staatsorganisatorisch immer die richtigen Entscheidungen treffen werden. Das kann niemand. Das ist auf jeden Fall schon mal eine gute Prämisse für das weitere Gespräch. Okay. Ja, tatsächlich. Ich wollte den nächsten. Nee, mach du ruhig erst. Ich glaube, wir müssen einfach mal ein bisschen aufpassen, dass wir nicht anfangen. Immer durcheinander reden. Okay. Anarchisten, wenn man eine Demo mit gemacht, wo sie auch dabei sind, dann fangen sie garantiert unnötig mit der Polizei Stress an und dann leiden wir alle darunter. Und wenn sie selber eine Demo veranstalten, an der man dann teilnimmt, ist das garantiert eine stressige Demo, wo man sich am Ende denkt, wäre ich mal nicht hingegangen. Schön wär's. Also ich meine wirklich keine Liebe für irgendwie diese Demo-Taktik oder so. Einfach unnötig Stress mit der Polizei zu suchen, strategisch auch nicht sinnvoll. Aber ich glaube, also das ist wirklich, wenn wir uns jetzt Deutschland angucken und wir beide kennen ja jetzt eigentlich die anarchistische Bewegung recht gut. Also vielleicht mal vor ein oder zwei Jahrzehnten, wo das ist dann aber auch eher irgendwie so autonomen Szene, dass sowas noch regelmäßig ein Problem war.
heute kann ich dich eigentlich, also würde ich sagen, könnte ich dich beruhigen. Ich weiß jetzt nicht, Berlin ist vielleicht dann auch nochmal ein anderes, ein Ausnahmefall, ein anderes Pflaster, aber das ist eigentlich kein Problem. Ja, ich meine, bei uns haben wir vielleicht das Problem noch, dass es dann immer irgendwelche Punker-Kids gibt, die sich dann irgendwie auch als Anarchisten, Anarchistinnen verstehen und dann auf irgendwelche Demos kommen, die wir organisieren und da dann denken, jetzt irgendwie Vielleicht Dicky-Mecki mache ich machen den zu müssen Fehler, den oder die so. Bild-Zeitung macht, und Dann von halt so ein diesen Leuten bisschen. irgendwie auf die gesamte anarchistische Bewegung zu schließen. Davon will ich mich nicht freisprechen. Ja, es gibt das natürlich, ne? Es gibt das, aber denke ich, würde ich jetzt fast behaupten, in allen linken Spektren gibt es so einen Prozentsatz, der einfach wegen der Gibt's Gewalt da ist. sicherlich. So grob gesagt, die einfach Bock haben auf Krawall und sagen so, boah, ich will es halt knallen sehen oder so. Es ist aber natürlich trotzdem einfach Stress. So. Am Ende denkst du dir, was suche ich in diesem Kessel gerade? Warum bin ich hier? Aber gut. Ich weiß noch, ich war einmal bei uns in Moabit, war das. Es hieß, ich weiß auch gar nicht mehr, wie ich darauf kam. Das war auf jeden Fall nicht. Ich hatte nicht im Internet davon gehört, sondern ich glaube noch so richtig oldschool per Flugblatt oder sowas, also per so einem Flyer. So Demo gegen staatliche Repression. Und ich war jung, ich war glaube ich 16 oder 17, und ich so, hey, ja klar, staatliche Repression, bin ich voll dagegen. Dann bin ich da hingegangen, und dann war das halt wirklich halt so, es war stressig. Es wurde richtig schnell gelaufen von Anfang an. So ist schon mal Punkt 1. Warum rennen wir? Wir müssen nicht von A nach B, wir sind auf einer Demo, so lass doch einfach gechillt laufen. Dann aggressive Stimmung die ganze Zeit, und es ist auch, ich glaube, so auf halber Strecke oder so hat es dann geknallt, und es ist einfach, naja, egal. Trotzdem. Vielleicht noch einen Satz dazu, ne? Man muss ja auch dazu sagen, ich glaube, das hängt auch ein bisschen damit zusammen, dass wir natürlich jetzt, wir beide jetzt auch nicht so die größten Repräsentanten für diese Art von Anarchismus sind. Es gibt das natürlich, ne? Die halt dir dann auch irgendwie immer sagen, man darf keine Demo anmelden, man muss Aber immer ich meine, aus unangemeldet anarchistischer Sicht laufen würde ich das und ja, macht das nicht auch dann voll Sinn da, aus das muss immer anarchistischer Sicht? Da möglichst müsst ihr passieren mir und so. kurz helfen. Ist also eine Demo nicht anzumelden, ist doch aus anarchistischer Sicht eigentlich das einzig Richtige, was man machen kann, oder? Oder denken, muss man dann eher strategisch denken und sich denken, das macht nur unnötig Stress? Also, ich würde sagen, wir denken das ja eigentlich alles strategisch durch. Also, ich weiß schon, was du damit sagen möchtest, aber es ist ja nicht so, dass wir jetzt, weil wir Anarchisten sind, irgendwie sagen, wenn wir einen Nachbarschaftsladen aufmachen, der muss still besetzt werden, das Essen, was da angeboten wird, wird containert und den Kaffee machen wir aus dem Nein, Kaffeesatz, den wir vom Kaffee nebenan abholen und pressen ihn dann nochmal da durch. Und ja. ja, also das ist ja natürlich, es gibt diese Leute, also das möchte ich wirklich nicht unterschlagen. So, du willst gar nicht wissen, was man alles so für Leute irgendwie dann mal kennenlernt in der anarchistischen Bewegung. Natürlich gibt es solche Leute, die wirklich das vor allem aus so einem Lifestyle-Aspekt leben. Die, und das vielleicht auch nochmal als so ein Erklärungsmuster für das Ganze, die sagen eigentlich darüber, was wir gesellschaftlich verändern und wie auch ausschlaggebend eigentlich unsere Kritik an dem Ganzen ist und unsere Aktion zeigt sich vor allem darin, wie radikal wir handeln. Also alles, was wir machen, muss möglichst radikal sein, damit die Aktionen möglichst schlagkräftig sind. Und das gibt es in der anarchistischen Bewegung. Und deswegen gibt es dann auch Leute, die tatsächlich so primär Demos machen wollen, sie nicht anmelden, da dann Stress drauf machen, einfach irgendwie die Konfrontation mit der Staatsmacht suchen, weil die Konfrontation mit der Staatsmacht heißt ja, dass ich in einem Konflikt irgendwie mit dem Staat stehe und das ist dann eigentlich schon der Vorbote für einen Aufstand und der Aufstand ist dann Vorbote für die Revolution. Wenn das so ist, dann müsste jedes Drittligaspiel im Osten eine Warte Vorbote mal für die ab, große mein deutsche Lieber. Revolution sein. Das ist es natürlich nicht. Ja. Ja. Zwickau als Avantgarde. Ja, und vor uns steht halt wirklich im Mittelpunkt, also vor uns als jetzt, sag ich mal, klassenkämpferisch orientierte Anarchisten steht halt einfach im Mittelpunkt die Vermittlung. So. Wir wollen ja mit dem, was wir machen, wollen wir die Massen erreichen, wollen wir die Menschen erreichen und sie nicht abschrecken. Und klar, kann es auch Situationen, Aktionen geben, wo man bestimmte Mittel einwendet, mit denen jetzt nicht alle in der Bevölkerung einverstanden sind oder so. Aber uns ist die Vermittlung dann dessen auch sehr wichtig und
Das ist den diesen Kreisen, die das ja sonst propagieren, ja relativ egal. Ne? Die hauen halt auf die Kacke und so. Sonst Okay, passiert halt euer nichts mehr. nächster Punkt gegen uns. Okay, als nächstes haben wir dann noch einen richtigen Knaller, und zwar: Kommunisten haben Angst vor den Massen. Ich muss sagen, ihr habt mir das im Vorgespräch gesagt, ich habe das da schon nicht kapiert. Ihr müsst mir das jetzt live on air erklären und ich werde live on air reagieren. Also die Idee dahinter war so ein bisschen, dass wir uns darüber unterhalten haben, die Rolle der kommunistischen Partei, und vielleicht nebenbei noch als Erklärung für das Ganze: Ich hatte einfach immer sehr viel Spaß, irgendwelche Wortsachen umzudrehen, und uns kam dann halt der Gedanke, also so viel Kommunisten auch immer davon sprechen, dass sie eben mit der Partei, mit ihrer Politik eigentlich den Der Willen der Massen Arbeiter. oder den Willen des Volkes ausdrücken und ganz klar in ihrer Organisation materialisieren. Dass es aber meistens dann doch so ist, wenn es um Einbeziehung der Massen in politische Entscheidungsprozesse geht und auch auf, wie man immer so schön sagt, die Spontanität zu vertrauen, wenn es dann eben zu Aufständen oder revolutionären Stimmungen kommt, dass dann häufig kommunistische Parteien sagen: Ja, aber wir sind jetzt gerade nicht an der Spitze. Deswegen gibt es das nicht. Oder in den kommunistischen Staaten dann: So funktioniert jetzt gerade Gesellschaft nicht, dass wir euch da mit einbeziehen in den Entscheidungsprozess, wie Wirtschaft und Staat so aussehen sollen. Vielleicht noch kurz als ein Beispiel, um das ein bisschen plastischer zu machen, was wir damit meinen. Es gab ja in Griechenland sehr große Generalstreikwellen im Kontext der Wirtschaftskrise damals, und da kam es zu der Situation, dass es dann den Aufruf gab von verschiedenen Basisorganisationen im Rahmen von so einem Generalstreik und anarchistischer Bewegung, eben die in Griechenland noch relativ groß ist, das Parlament zu stürmen. Und die kommunistische Partei mit ihren Vorfeldorganisationen hat dann eben gesagt: Nein, es ist nicht der richtige Zeitpunkt, das zu tun. Das kommt erst später im Verlauf des revolutionären Prozesses. Und dann haben die ja sich um das Parlament gestellt, also haben ja so ein wirklich so Ketten gebildet und haben dann eben vor den Bullen gestanden und dann sich mit den Basisorganisationen und Anarchisten eben geprügelt. Und die Bullen waren dann so Ja, im guck mal, Hintergrund und haben halt so ihre Helme abgenommen, haben so gechillt ich will und mich nicht so. dazu Und aufschwingen das zu kann man jetzt sagen, als ein das wäre Beispiel jetzt eine mal falsche drauf Entscheidung machen. gewesen von der Kommunistischen Partei Griechenlands, weil, also ne, ich höre gerade zum ersten Mal von diesem Ereignis, deswegen kann ich das jetzt, kann ich nicht sagen, voll dumm, hätte niemand anders gemacht. So, ich bin einfach nicht so. Aber grundsätzlich, das ist eigentlich gar kein Aber, weil das folgt der gleichen Argumentationslinie. Ich würde schon sagen, es gibt einen Zeitpunkt für sowas und es gibt einen Zeitpunkt, wo sowas nicht so eine schlaue Idee ist. Und es gibt vor allem im Vorfeld von so Aufstandsstimmungen, muss man auch sich sehr genau überlegen, ob man das mit anstacheln will oder nicht, weil man sich sehr genau überlegen muss, haben wir die Vorarbeit geleistet, um wirklich davon ausgehen zu können, dass am Ende von so einem Aufstand eine Revolution in unserem Sinne folgt. So, weil es ist nun mal so, wenn es den Leuten scheiße geht oder je beschissener es den Leuten geht, desto mehr Bock haben die auf eine Veränderung. Und eine Veränderung kann einen Absturz in den Faschismus bedeuten, ganz schnell. So, und das ist es halt niemals wert. Also dieses Risiko kann man einfach nicht eingehen. Deswegen würde ich schon sagen, dass gerade in so sehr aufgeheizten, aufgebrachten Stimmungen, das nicht unbedingt immer schlau ist, sich da sofort reinzuschmeißen. Das würde ich schon sagen. Und ich würde auch sagen, dass wenn ich Also, euren Punkt richtig verstanden habe, dass dann würden ja auch so Sachen reinzählen wie Volksentscheid auf Bundesebene oder so direkt demokratische Elemente im bürgerlichen Staat. Ist ja auch irgendwie der Wille der Massen dann. Bin ich zum Beispiel auch dagegen. ich habe das Beispiel jetzt nur aufgemacht, um dem eine weitere Facette zu geben. Also wir meinen das vor allen Dingen natürlich im Sinne von dann, wenn man dann in einem späteren Zeitpunkt eben ja, in einem wirklich revolutionären Prozess ist und in so einem Umsturzmoment ist, wie sich dann die kommunistischen Parteien verhalten haben, und auch eben dann natürlich auch im Jetzt als ein Beispiel, was ich eben genannt habe. Und an dem konkreten Beispiel, so wie in den historischen Beispielen, wo es dann um eine konkrete Revolution in der Sowjetunion und so weiter ging, das waren ja alles Beispiele, wo es ja verschiedene sozialistische Kräfte gab, die ja unterschiedliche Analysen auch gehabt haben. Wieso soll jetzt gerade
die Analyse der kommunistischen Partei, dass jetzt gerade nicht der richtige Zeitpunkt ist, das Parlament zu stürmen, oder es jetzt noch nicht so weit ist, dass wir eine Arbeiterinnen-Selbstverwaltung komplett einführen, sondern ja, man zuerst eben sagen muss, okay, wir brauchen jetzt erstmal einen starken Staat. Nein, nicht von denen, aber also keinen starken Staat, aber die Idee ist doch, gut, wenn ich das richtig verstehe, ich bin jetzt wirklich auch kein großer Theorienerd oder sowas, ne, aber dass bevor man auch nur daran denken kann, irgendwie an Umsturzmoment, dass die Infrastrukturen geschaffen sein müssen für den Sozialismus, der darauf folgen soll. Wir machen ja nicht in Revolution, weil wir irgendwie den Staat doof finden und keinen Bock mehr haben auf die da oben, so, sondern wir wollen ja was anderes, wir wollen ja eine andere Welt. Man muss wirklich im Konkreten wirklich die Infrastrukturen fertig haben, damit damit man den neuen Staat darauf setzen kann. So, und aus der Überlegung heraus zu sagen, okay, die Massen sind gerade in Aufruhr, aber wir haben nichts vorbereitet sozusagen. Wir haben keinerlei Vorarbeit in der Hinsicht geleistet, weil wir es nicht konnten, aus was für Gründen auch immer. Und deswegen sind wir jetzt erstmal dagegen, weil wir ein reales Risiko haben, dass auf das Vakuum, was folgt, auf so einem Parlamentsumsturz, entweder der Faschismus direkt folgt oder ein Militärputsch oder irgendwas anderes Furchtbares. Also kann ich mir sehr gut vorstellen, dass das in dem Moment die richtige Entscheidung war. Oder in so einem Moment eine richtige Entscheidung sein also, kann, allgemein. Ich möchte dir... Ja. Also ich möchte dir da auch nicht zu 100% widersprechen, weil du machst da auch einen wichtigen Punkt auf und ich würde auch behaupten, dass man aus einer kommunistischen Perspektive sehr wohl auch eine Kritik an anarchistischen Organisationen formulieren kann, dass man sagt, die stürzen sich immer direkt auf den kleinsten Furzumsturz, den es irgendwo gibt oder einfach nur irgendwelche Leute sind jetzt gegen Polizei und deswegen ist das schon jetzt ein revolutionäres Moment. Da gab es ja ganz klar Fehleinschätzungen, wenn ich an die Aufstände in Skandinavien beispielsweise denke, wo es dann einfach eine unkritische Unterstützung von irgendwelchen Aufständen in den Vorstädten gab und sich dann am Ende des Tages dort dann islamistische Kräfte durchgesetzt haben. Und es dann sogar zu Überläufen aus der linksgerichteten anarchistischen Bewegung eben zu Al-Qaida beispielsweise gab. Dass es auch antisemitische Ausschreitungen dabei gab. Oder dass man auch jetzt, wenn man einfach, es gab ja auch anarchistische Kräfte, die von Anfang an hier in Deutschland gesagt haben, wir unterstützen jetzt hier irgendwelche Anti-Maßnahmen-Sachen und finden das erstmal eine positive Sache und irgendwie ein Aufstand und Widerstand gegen den Staat. Und wo man sich dann teilweise auch einfach ganz unkritisch darauf bezogen hat, was jetzt die Beteiligung von Faschisten daran angeht. Da hast du natürlich erstmal recht. Aber ich würde sagen, genauso wie es diese Probleme eben von anarchistischer Seite gibt, dass man da einfach viel zu viel auf die Spontanität vertraut und in allem schon irgendwie ein vorrevolutionäres Moment sieht, wie ich das auch gerade schon mal meinte, gibt es das eben von kommunistischer Seite auch. Und ich würde nämlich sagen, dass es nicht nur darum geht, dass man da dann eine strategische Analyse macht, sondern dass es ganz häufig auch um diesen Führungsanspruch gibt. Weil von der Transformationsstrategie stimme ich dir total zu. Wir können nicht einfach denken, dass Revolution passiert dann spontan und wir müssen keine Vorarbeit leisten, dass wir keine Infrastruktur brauchen, dass wir nicht irgendwie, ja, so blöd es dann auch klingt, einfach Macht auf die Straße bringen müssen. Da würde ich dir wirklich auf keinen Fall widersprechen. Aber mein Lieblingsbeispiel ist da eigentlich immer Frankreich mit den 68er-Protesten. Da würde ich beispielsweise sagen, dass da gab es kein großes Problem, dass eben diese Revolution irgendwie faschistisch gekapert werden kann. Natürlich, Militärputsch, das ist immer eine Möglichkeit. Weil ich sehe uns jetzt gerade und ich sehe auch die meisten kommunistischen Parteien der Welt nicht gerade dabei, irgendwie das Militär zu unterwandern. Aber da ging es ja aktiv darum, dass diese Zusammenarbeit von Gewerkschaften und der Studentenrevolte unterbunden werden sollte von der kommunistischen Partei, weil die eben nicht den Führungsanspruch haben. Und so sehr ich dir auch in dem Punkt recht gebe, dass das ganz häufig auch Überlegungen waren von kommunistischen Parteien, glaube ich, dass dieser Führungsanspruch ganz häufig auch ein zentrales Moment davon ist, warum man sich eben dagegen entscheidet, sich jetzt daran zu beteiligen oder das aktiv also, dann noch ja, vielleicht, eben aber der ist ja auch kein Selbstzweck in solchen Momenten. Sondern da geht es ja auch darum, die Geschehnisse auf eine Art und Weise kontrollieren zu können, dass es eben nicht abrutscht. So, das ist ja, also ich würde niemals diesen Leuten unterstellen, dass sie sich gesagt hätten, ja, vielleicht kann das ja klappen, was hier gerade sich im Aufbau befindet, aber bevor das so klappt, wollen wir lieber, dass
lieber in der bürgerlichen Demokratie verbleiben, solange wir nicht das Ruder in der Hand haben. Also ich glaube nicht, dass irgendjemand ernsthaft so denkt. Keine Ahnung, vielleicht irre ich mich, aber ich traue denen das nicht zu. Also ich würde schon sagen, dass man da auch ein paar historische Beispiele heranziehen kann, wo man das sagen kann, dass du dich da vielleicht irrst. Und zwar zum Beispiel eben in Spanien von 1936 bis 1939, wo die anarchistische Bewegung ja die absolut dominante Teil der sozialistischen Bewegung war und eigentlich die Macht in Spanien, in den befreiten Gebieten innehatte und die kommunistische Partei, die jetzt Moskau nahestand, eben sehr, sehr marginal war. Und es gab dann ja noch die PUM, die eher trotzkistisch orientiert war und an der Seite der Anarchisten gekämpft hat. Und da gibt es jetzt natürlich auch zwei historische Meinungen drüber. Und da wird es jetzt vielleicht auch eine gewisse Diskussion dann darum geben, weil es einfach da zwei Wahrheiten gibt. Aber die eben der Sowjetunion nahestehende kommunistische Partei hat ja dann eben die PUM speziell zuerst halt diskreditiert und denen hat gesagt, ja, die arbeiten mit den Faschisten zusammen. Das sind faschistische Kollaborateure. Und haben dadurch natürlich dann auch wieder probiert, ihre Machtstellung und ihre Dominanzstellung innerhalb dieser Revolution, was sie dann auch letztendlich geschafft haben, zu stärken. Und was ist die andere, du musst die andere Wahrheit jetzt auch noch sagen. Ja, die andere Wahrheit ist, dass das halt stimmt. Also, dass die Trotzkisten da angeblich halt mit den Faschisten, was natürlich, also, was halt einfach historischer Unfug ist. Und die wurden halt umgebracht, ne? Die Führer der PUM wurden halt umgebracht und die wurde halt verboten und alles. Und dann gab es natürlich dann eine weitere Auseinandersetzung auch von der CNT, also der spanischen anarcho-syndikalistischen Gewerkschaft und dann der Sowjetunion nahestehenden kommunistischen Partei. Das müssen wir jetzt nicht vertiefen, aber das ist ein weiteres Beispiel dafür, wo eben dann die kommunistische Partei gesagt hat, gut, wir... Das ist hier gerade alles nicht so der richtige Zeitpunkt und so weiter, aber einfach nur, weil sie halt in der Minderheitenposition waren und sie haben halt eben dann tatsächlich die Errungenschaften der Revolution, die die Anarchisten gemacht haben, auch zurückgedreht, ne? Haben die Kollektivierung abgeschafft und sind gegen Milizenstrukturen vorgegangen, weil sie gesagt haben, das wäre ineffektiv und so. Aber da führt es jetzt, denke ich, auch zu weit, um das zu vertiefen. Man kann zusammenfassend sagen, es dadurch, dass jede historische Situation in der Geschichte einmalig ist, darf es auf solche Situationen, auf so Aufruhrsituationen, auf vielleicht sogar revolutionäre Situationen keine auswendig gelernten Antworten geben. Es kann sie darauf auch nicht geben. Und ja, und wir müssen auf jeden Fall Vorarbeit leisten, wir müssen Strukturen schaffen, wir müssen wissen, was machen wir, wenn es keine Polizei mehr gibt, was machen wir, wenn es die Armee nicht mehr gibt, was ist unsere Alternative, was ist unsere Antwort auf die Frage, auf die berühmte Frage, die ja auch total ihre Berechtigung hat. Wenn es keine Polizei mehr gibt, wen holst du, wenn jemand bei dir einbricht? So, ne? Wir müssen darauf eine Antwort haben. Fertig. Ja. Mein nächster Punkt. Ich bin dran, ne? Ja. Nein, überhaupt nicht. Tatsächlich, ja. Also nicht das, aber mein Punkt ist, in euren AZs sieht es aus wie Sau. Und ich möchte gerne wissen, warum. Denkt ihr, es ist subversiv? Wenn man nicht aufräumt, warum muss es da so aussehen, wie es da aussieht? Freiheit. Freiheit. Also dazu muss man erneut sagen, also das ist vielleicht auch wichtig, wir wollen uns jetzt nicht freisprechen von all diesen Dingen, nur weil wir vielleicht eben jetzt nicht so viel in autonomen Zentren abhängen und damit auch nicht so viel zu tun haben und das jetzt nicht so unsere Politik ist, weil trotzdem ist ja... Trotzdem hat es ja auch, ist ja ein Teil der Realität, ne? Dass das auch mit Anarchismus zu tun hat in Deutschland, also dem aktuellen Anarchismus. Und wir haben ja auch eine Kritik daran. Also es ist ja, wir haben eine sehr, sehr starke Kritik an so einer Szenepolitik. Und ich denke, das hat damit ganz viel zu tun, dass es einfach Räume sind, die sehr stark subkulturell geprägt sind, wo es nicht jetzt um eine primär revolutionäre Politik, Veränderung von Gesellschaft geht, die Leute zu versuchen zu erreichen, um grundsätzliche Veränderungen zu erzeugen, sondern das ist dann eher so ein Randphänomen eigentlich und es ist eher so, im Fokus steht eigentlich nur subkulturell so eine Rebellion gegen die Gesellschaft und ja, das ist denke ich ein Teil der Erklärung, warum das dann so aussieht, weil es den Leuten halt auch einfach scheißegal ist und weil sie sich selber in ihrer Subkultur dann da wohlfühlen und für die das halt nicht so wichtig ist, wenn es gut aussieht, wenn man sich ja gar nicht an die Menschen eben richtet. Ich meine, es gibt super viele anarchistische Räume, Gewerkschaftslokale, Nachbarschaftszentren, die anarchistisch motiviert sind und so, wo das überhaupt nicht so ist, ne? Die
die einfach schöne, nette Räume sind, genauso wie es das ja auch dann von kommunistischer Seite gibt es ja auch sehr viele schöne, nette so Nachbarschaftsorte. Und versiffte Räume auch. Ja. Deswegen haben wir unseren Disclaimer am Anfang gesetzt, dass das natürlich nicht so pauschal gemeint ist, wie es rüberkommt. Okay, euer nächster Punkt. Oma irgendwas Plumpes jetzt. Okay, unser nächster Punkt ist, Kommunisten finden Gulags lustig. Ja, tatsächlich war ich auch mal so und viele Leute sind auch immer noch so. Was, glaube ich, ganz viel mit edgy sein und mit provozieren und so zu tun hat, darf man nicht so ernst nehmen, aber geht natürlich nicht. Also ist natürlich falsch. Ist an einem Lager, wo Leute hungern und vergewaltigt werden und Arbeit verrichten müssen, ohne dass sie das wollen, ist natürlich nichts lustig. Auch nicht, wenn es Dissidenten sind, die gegen den Sozialismus sind. Das heißt nicht, dass du Leute aushungern kannst. Also Punkt. Sollte völlig klar sein. Ja, ich glaube, bei dem Ganzen muss man auch wirklich dann immer noch so ein bisschen hervorheben, dass ich kann ja auch verstehen, so mit diesem ganzen Edgy sein, dass man sich da immer irgendwas raussucht, worüber man dann eben seine Späßchen machen kann und das ist ja auch gerade eben dann so ein jugendliches Ding, vor allem eben bei vielen Kommis, das gibt es ja bei Anarchos, gut, da gibt es jetzt kein Pendant, was ja ähnlich Menschenverachtend ist. schwierig ist wie mit dem Gulag-System. Aber dass es natürlich auch zu einer Normalisierung von dem Ganzen führt. Das ist ja auch immer das, wenn wir irgendwie sprechen über so neurechte Internetkultur, über Memes da, über wie das alles, wie Rassismus, Antisemitismus normalisiert wurde, über irgendwelche netten Bildchen und lustige Witze und ist ja alles nur ironisch. Und ich wäre der Letzte, der irgendwie da jetzt immer mit dem erhobenen Zeigefinger irgendwie kommt und sagt, oh nein, 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 das geht doch alles hier nicht mit den Späßchen, die ihr euch da erlaubt, bezüglich Gulags. Aber es ist ja nun mal wirklich ein Fakt, dass das einfach das normalisiert und dass man Gulags dann einfach nicht mehr für das sieht, was sie eben waren. Und das waren sie ja in vielerlei Hinsicht, eben wie du es gerade beschrieben hast. Und deswegen finde ich das immer schwierig, wenn man dann, das hast du natürlich jetzt nicht gemacht, wenn man einfach nur sagt, ist ja Ironie und man darf das nicht so ernst nehmen. Vor allem spielt es ja auch einfach nur den KritikerInnen vom Kommunismus hart in die Hände, würde ich sagen. Ja, wobei die bräuchten das ja nicht mal. Ich sehe das sogar ziemlich selten, dass gesagt wird, ach guck mal, die machen sich sogar noch über ihre Verbrechen lustig oder so. In der Regel reicht ja schon, dass es passiert ist, um irgendwie deswegen jetzt uns zu diskreditieren. Als hätte ich die Gulags gebaut, so. Okay, mein nächster Punkt ist, Anarchisten nehmen sich und ihren Impact zu ernst. In meinem Handy-Notiz-App steht, Klammer auf, in die Mediatexte lesen sich, als wäre morgen Revolution, Klammer zu. Ja, gut, das ist ja was, was wir gerade auch schon ein paar Mal irgendwie angesprochen haben. Da kann man dir nur recht geben. Das liegt natürlich dann auch an der Selbst, an dem starken Selbstbezug vieler anarchistischer Gruppen, die dann primär eben für sich, für ihre Subkultur, für ihren Freundeskreis Politik machen und die Aktion einfach als, wie gesagt, wirksam ansehen, wenn sie möglichst radikal sind und klar, wenn man dann komplett den Bezug eben zu den Massen verliert, zu seinem eigenen Viertel und sich damit nicht mehr so stark auseinandersetzt, dann kann das alles irgendwie als die große Vornacht zur Revolution und dem kommenden Aufstand wirken. Und ja, das ist halt ein Problem und ich glaube, da muss man die Leute einfach ein bisschen so auf den Boden der Tatsachen zurückholen und das macht man eben am besten, indem man einfach sich dann auf seine eigenen Sachen da konzentriert, selber kontinuierliche gute Arbeit in der Nachbarschaft, im Betrieb leistet, sich an sozialen Kämpfen beteiligt, weil so toll das dann immer bei diesen ganzen Leuten für sie selber klingt, ist es ja nicht so, als würden die einfach in einem kompletten Wahn irgendwie verfangen sein und also spätestens nach 5 Jahren von diesem Aktivismus merken die Leute ja noch immer, Ja. das liest man ja dann ständig eben in irgendwelchen, das ist ja nicht nur bei anarchistischen Gruppen so, das ist auch bei ganz vielen anderen linksradikalen Gruppen, so kommunistischen, antifaschistischen, dann liest man immer nach 5 Jahren ja, oh puh, ja, wir hatten ja doch ein paar Erfolge zu verzeichnen, aber irgendwie haben wir nach 5 Jahren festgestellt, dass sich dann doch nicht so viel irgendwie geändert hat und irgendwie
wir nichts Langfristiges aufbauen konnten. Und so einen großen Unterschied haben wir in der Stadtpolitik ja auch nicht gemacht. Ja. Und deswegen haben wir jetzt beschlossen, uns dann doch irgendwie anderen Projekten zuzuwenden. Wir sind natürlich nicht aus der Welt. So steht es ja immer da. Und das ist ja auch immer ein gewisses Eingeständnis. Und ja. Würde ich aber auch sagen, das ist auch ein linkes Problem. Das ist ja auch, so, auch selber gesagt. Diese Selbstüberschätzung ist auf jeden Fall ein linkes Problem. Also, dass jetzt jede Kleinstgruppe, die jetzt von den anderen irgendwie isoliert vor sich hin agiert, sagt eigentlich von sich, ja, wir machen hier was ganz, ganz Bedeutsames. Und wenn die meisten anderen Linken oder auch andere Leute da drauf gucken, die nicht in den Linken sind, denken die einfach nur so, okay, was machen die überhaupt? Ja, das ist einfach mal die Linksjugend Pankow Nord fordert den sofortigen Abzug der NATO-Truppen aus Polen. Das war's. Wird weitergeleitet. Okay, gut. Achso, ihr seid dran. Ja, Kommunisten hassen eines mehr als alles andere andere Kommunisten. Wie könnte man nicht? Andere Kommunisten sind das Schlimmste, was es auf der Welt gibt. Es ist, nein, okay, aber on a serious note. Ich glaube, dass das von außen manchmal so aussieht, weil wir viel untereinander halt rumdiskutieren. Und ich glaube, dass das ein gutes Zeichen ist. Also es gibt natürlich dieses, was alle immer sagen, es gibt natürlich diese Grabenkämpfe, die am Ende des Tages unnötig sind und die wirklich nur Selbstzerfleischung sind und so weiter. Das gibt es. Aber ich glaube, viele Diskurse, die einfach notwendig sind, weil sie inhaltlicher Natur sind, sehen von außen aus wie Selbstzerfleischung, aber sind es eigentlich nicht. Ne? Ich finde, wenn man Teil einer Bewegung sein will, die sich dem Fortschritt verschreibt, dann muss man auch damit klarkommen, dass man vor allem mit den eigenen Leuten viel diskutieren wird. Wenn man nicht mit seinen eigenen Leuten diskutieren will, soll man zur CDU. Ist meine Ansicht. Okay. Würdest du sagen, jetzt populistisch ausgedrückt, dass wenn die eine kommunistische Splitterpartei in der Türkei auf die andere kommunistische Splitterpartei auf das Parteibüro Granaten wirft, dass das dann ein guter Diskurs ist? Ich würde sagen, dass das in erster Linie ein Zeichen ist, dass man sich ein bisschen sehr drin verloren hat, dass man vielleicht wirklich mal irgendwann ganz am Anfang einen Diskurs hatte und dass man angefangen hat, den zu ernst zu nehmen und ja, davon zu viel abhängig zu machen und das auch, also keine Ahnung, ich also ist ja kein Geheimnis so, meine Eltern sind ja beide auch Kommunisten und mein Vater war in den 80er Jahren in der kommunistischen Bewegung in der Türkei aktiv und er sagt heute, dass das war unser größter Fehler. Also, dass wir angefangen haben, aufeinander zu schießen, war das Falscheste, was wir hätten machen können. Und mein Vater ist wirklich sonst niemand, der irgendwelche Regrets hat über irgendwas, aber er sagt, das ist eine Sache, die er zutiefst bereut. So. Und ich glaube, er ist nicht der Einzige aus seiner Generation, der das sagt und ich glaube, dass auch, also diese Gefahr besteht ja gar nicht jetzt, dass wir jetzt anfangen, aufeinander zu schießen oder so, ne? Aber allein schon, dass man wissen muss, okay, habe ich jetzt gerade ein persönliches Problem mit dieser Person aus der anderen Gruppe und mache das und tarne das irgendwie als politischen Disput, obwohl ich die Person einfach nur nicht mag. Das sieht man ja gerade im Internet Tag ein, Tag aus, so eine Sachen. Ne? Irgendwie irgendwelche Leute regen sich über irgendein Statement auf und denkst dir so, ja, du interpretierst einfach nur gerade das Böswilligste rein, weil du die Person einfach nicht magst. Gib's halt zu. Es ist doch überhaupt nichts schlimm daran, sich mit Leuten zu streiten, einfach mal, weil man die doof findet. Wir sind alle Menschen, das passiert, aber dann tarne es nicht als politischen Konflikt, das hat nichts mit mir zu tun. So. Zieh mich da nicht mit rein. Genau. Aber ich finde, wie gesagt, man muss das sehr unterscheiden und wenn zum Beispiel, sage ich mal jetzt, das sind natürlich keine, also mehrheitlich keine Kommunisten und so, aber wenn wir jetzt die Linksparteien nehmen, wenn die sich mit ihrem innerparteilichen Sexismus auseinandersetzen, dann ist das kein Grabenkampf und dann ist das kein Selbstzerfleischen und die sollen sich mal lieber auf den Gegner konzentrieren. Wenn Leute bei solchen Beispielen mit sowas kommen, dann kriege ich wirklich das Kotzen. Weil ich mir denke, nein, halt die Fresse, das ist ein inhaltliches Problem, was wir hier haben. Oder ne, wenn es einfach andere ja, inhaltliche Auseinandersetzungen gibt innerhalb der linksradikalen Gruppierungen, dann hat man das zu respektieren. So, auch wenn es nicht immer die Themen betrifft, die man selber für am relevantesten hält, auch wenn es nicht immer auf die Art und Weise geführt wird, die man selber für am vernünftigsten hält, das sind trotzdem wichtige und notwendige Sachen. Ja, absolut.
Und ich glaube, das ist sicherlich auch was, was ich auch immer betone, was wir uns von den Kommunisten eben abgucken können, dass wir uns einfach als Anarchisten auch mal ein bisschen mehr wieder streiten und da härter miteinander ins Gericht gehen, was eben Strategie, Aktion und theoretische Ausrichtung angeht. Also da, wirklich, da bin ich absolut bei dir, dass sowas wichtig ist oder bei uns auch viel zentraler sein müsste in der anarchistischen Bewegung. Aber und da muss ich auch nochmal betonen, ich glaube nicht, dass das einfach dann immer nur ein Verlieren da drin ist, dass es jetzt wirklich so ist, dass beispielsweise, wenn wir jetzt Streit unter marxistisch-leninistischen oder maoistischen Gruppen in der Türkei uns anschauen oder auch jetzt das beste Beispiel, was ja immer so als Witz genommen wird, trotzkistische Organisationen, die sich untereinander dann irgendwie wieder spalten und dann einander als die größten Feinde irgendwie ansehen und gegenseitig die Kongresse und Aktionen voneinander stören, dass das wirklich immer unbedingt was damit zu tun haben muss, dass sie sich einfach drin verlieren, dass es tatsächlich jetzt so wichtig ist, ob man jetzt positiv oder negativ zu einer Entscheidung des vierten Kongresses der Allgemeinen Sowjets steht oder so. Und dass es wirklich dann darum geht, dass die Leute deswegen aufeinander draufgehen und sich spalten, sondern dass es wirklich auch viel meiner Meinung nach dann eben mit diesem Führungsanspruch zu tun hat und dass man sich tatsächlich als Konkurrenz zueinander sieht in den Organisationen. Und Ich glaube, das ist, ich glaube, niemand ist so delusional. Ich glaube, da interpretierst du ein bisschen, was du da interpretierst du, glaube ich, ein bisschen rein, was du selber halt weißt darüber, wie diese Leute denken, in was sie dann am Ende tun. Also meinst du wirklich, die IL sieht die, keine Ahnung, als Konkurrenz für die zukünftige Führung der Arbeiterklasse an und streitet sich deshalb mit denen? nee, aber die TKPML von der TKPML. Ne, auch die nicht, auch die inzwischen nicht mehr. Also die Situation gab es ja mal. Und das Ding ist, da hatten die ja sogar, also da war das ja wirklich so. Aber, also jetzt nicht in den 80ern mehr, aber so in den 70ern auf jeden Fall. Aber die, also inzwischen nicht, also nicht mal mehr das. Also ich rede jetzt wirklich nicht über irgendwie linke Szenegruppen oder dass es jetzt irgendwie Streit mal zwischen IL und ums Ganze wegen unterschiedlicher Ausrichtung, was man sich da so als postautonomes Konzept gegeben hat. Das ist da, das glaube ich jetzt nicht, dass die das ernsthaft so sehen. Aber für manche kommunistische Organisationen würde ich das auf jeden Fall als einen Grund mitsehen. Und ich sehe das sogar jetzt schon irgendwie in antifaschistischen Gruppen in unserer Region, dass es selbst da einen gewissen Platzhirschanspruch gibt. Also ich glaube, das ist wirklich jetzt nichts, was Organisationen so fremd ist. Und gerade wenn man eben als kommunistische Partei dann noch sagt, wir sind jetzt die Partei, die einfach die Materialisierung des Volkswillens ist und wir sprechen für die Massen, also das ist doch total naheliegend, dass sich daraus dann auch ein gewisser Führungsanspruch eben rausentwickelt und dass, wenn man dann eben auf einmal sieht, da ist eine Organisation, die eben gewisse Differenzen mit uns hat, dass dann auch einfach eine Konkurrenz eben um diesen Führungsanspruch entsteht. Und ich glaube, das ist ja noch nicht mal jetzt irgendwie was, was direkt, also ich sehe es sehr kritisch, aber was noch nicht mal eine Kritik sein muss, aber ich glaube, das ist was, was man auch irgendwie anerkennen muss, auch für seine eigene Organisation, um da eben mit umgehen zu können. Ja, also historisch auf jeden Fall, jetzt gerade in den Ländern, in denen ich irgendwie genug Einblicke habe, um das zu beurteilen, also Türkei und Deutschland, würde ich das nicht so sehen, dass es das gibt. Vielleicht wird das auch wieder mehr mit steigender Relevanz, ne? Also ich glaube, viel, dass es jetzt weniger diesen Führungsanspruch Konkurrenz gibt, hat dann auch mit der allgemeinen Irrelevanz von allgemeiner linker Politik zu tun. Und ich denke, wenn das dann wieder noch dazukommt. Ja. Ja klar, also das ist ja der Grund, warum ich halt meinte, das ist der Grund, warum ich meinte, dass das historisch bestimmt mal so war. Und das ist ja genau das, was ich damit meine, weil wir halt mal relevanter waren als jetzt. Ich glaube, wir waren zu jedem Zeitpunkt relevanter als jetzt, by the way. Aber das nur nebenbei. Okay, mein letzter Punkt ist was Nettes, und das ist ja auch schon angeklungen zum Teil. Und zwar, dass Anarchisten, also dass anarchistische Gruppen, wenn man sich die gesamte Bandbreite anguckt, wahrscheinlich in der Tendenz, die sind mit der besseren Praxis. Also das war ja das, was Joshua gesagt hatte, glaube ich, das ist wahrscheinlich diesen Leuten geschuldet, bei denen wir uns vorhin noch einig waren, dass sie doof sind, aber ne, die halt sagen, alles, was wir machen, muss radikal sein. Und wenn alleine schon meine Wohnsituation muss, ne, irgendwie radikal sein im Sinne von,
besetze ein Haus. Wenn ich irgendwo wohnen muss, dann besetze ich ein Haus. So. Wenn ich einen Laden öffnen will, dann besetze ich einen Laden. So. Und ich finde, das kann man auf jeden Fall voll euch positiv so an... was ist denn das Gegenteil von ankreiden? Zugute halten, genau, danke schön. Das kann ich sehr zugute halten. Auch die, habe ich das Gefühl, die FAU, das ist ja die Freie Arbeiterunion, das ist so eine wilde Gewerkschaft für die, die sie nicht kennen. Und die machen auf jeden Fall auch voll gute Arbeit. Kleiner Spendentipp, by the way, man kann einfach da Mitglied werden, egal was man arbeitet. Und ja, da habe ich zum Beispiel, ich habe es immer von der FAU, wenn man denen auf Social Media folgt und so ein bisschen verfolgt, was die so machen, man das Gefühl, hat man wirklich das Gefühl, dass was die normalen Gewerkschaften machen, ist dagegen halt so ein Witz. Genau, und das muss man denen zugutehalten. Das ist einfach eine anarchistische Gruppe, es ist die Leistung einer anarchistischen Gruppe, es ist die klassenkämpferische Arbeit einer anarchistischen Gruppe und da muss man völlig neidlos festhalten, dass das eine sehr gute Sache ist. Ich würde vielleicht teilweise zustimmen und teilweise so sanft widersprechen. weil zustimmen würde ich insofern, als dass ich glaube, dass das auch im Anarchismus verankert liegt, dass das eine Stärke des Anarchismus ist, dass er eben sagt, wir wollen eben im Jetzt schon unsere Ideen möglichst breit umsetzen. Natürlich ist es den meisten Anarchistinnen auch bewusst, dass das nicht im Gänze geht in diesem System oder so. Aber es gibt eben einen sehr starken Anspruch da drin, in allen Bereichen des Lebens ganz umfassend zu probieren, ein freieres Leben, ein besseres Leben zu erkämpfen, zu erstreiten für sich selbst und andere. Und das ist, glaube ich, manchmal in kommunistischen Zusammenhängen eher so unterrepräsentiert, weil man eben sagt, ja, jetzt überspitzt gesagt, es gibt kein richtiges Leben im Falschen und hat eher alles nicht so den Zweck oder so, teilweise zumindest. Und das ist vielleicht ein Aspekt, warum das eben so stark ist im Anarchismus, dass es da so viele praktische Ansätze in ganz unterschiedlicher Form gibt. Gleichzeitig würde ich aber jetzt auch sagen, um dir auch dann so ein bisschen zu widersprechen, ist das halt auch, dass es natürlich auch viele sehr abwegige Sachen gibt, die daraus entstehen, würde ich sagen. Und wir haben ja selber ein paar Beispiele genannt in diesem Podcast bisher, ne? Also sowas wie autonome Zentren, also dass es dann halt eben manchmal sehr stark subkulturell geprägt ist oder dann eher so ein Inselding ist, also dass halt die Sachen, die Leute machen, ja für sich selbst irgendwie nett ist und für einen selbst, aber dass das da wenig anschlussfähig ist für die meisten Leute und sich auch wenig Gedanken darüber gemacht wird. Das gibt's auch in jeder linken Struktur und in jeder linken Tendenz. Da gibt's dann auch bessere und weniger gute Praxis natürlich. Aber das finde ich aber nochmal wichtig dazu zu sagen, dass das natürlich auch im Anarchismus jetzt nicht alles super ist oder so oder so. Vielleicht was auch noch zu dem ganzen Gewerkschaftsding ist, was du angesprochen hast. Du hast ja auch so diese gute Praxis oder wo du sagen würdest, Anarchisten haben jetzt eine bessere Praxis als Kommunisten, Beispiel FAU. Ja, aber schon. Ja, schon irgendwie, oder? Also das habe ich stark auf die FAU irgendwie zurückgeführt. Das habe ich nicht gesagt. Wahrscheinlich habe ich es gesagt. Sorry. Wenn man das so sagt, dann klingt es voll gemein. Ich wollte nicht gemein sein, aber... Ja, aber ich glaube tatsächlich, da würde ich auch sagen, das ist einfach ein wirklicher Vorteil von der anarchistischen Bewegung in Deutschland, dass es eben diese starke anarcho-syndikalistische Tradition noch hier gibt, für die Größe vergleichsweise, ne? Für alle, die jetzt sagen, Joshua, starke anarcho-syndikalistische Tradition, naja, aber zumindest, dass es das mit der FAU als wirklich relevante Kraft in der anarchistischen Bewegung gibt, dass man eben auf eine eigene Gewerkschaft setzt und versucht, die selber aufzubauen. Und das ist ja was es eben von kommunistischer Seite in Deutschland so eigentlich gar nicht gibt, sondern dass man da primär eben sagt, wir versuchen die großen Gewerkschaften, Verdi, IG Metall etc. zu radikalisieren und gehen eben da rein und versuchen dann da Posten zu besetzen oder die Leute da abzuholen. Und ich glaube, das ist wirklich eine Strategie, die einfach hier von der anarchistischen Bewegung besser funktioniert. Also das würde ich jetzt nicht unbedingt sagen. Ich würde sagen, es hat beides seine Berechtigung. Und ich würde sagen, allein schon in der Praxis kann man bei beidem sehen, wie beides super erfolgreiche Beispiele hervorbringt und beides auch Beispiele hervorbringt, wo man sagen muss, ja, habt ihr jetzt reingeschissen, hat jetzt gar nichts gebracht. So. Deswegen würde ich nicht sagen, dass es in der Summe das eine das andere groß überwiegt. Aber ist vielleicht auch einfach Wahrnehmungssache. Vielleicht hat man irgendwie das eine oder andere richtig große Desaster nicht mitbekommen oder umgekehrt. So.
Ja, das Schönste ist immer, wenn sich dann diese beiden Sachen, die wir gerade angesprochen haben, verbinden und es dann irgendwo in der Stadt eine FAU-Gruppe gibt, die wirklich alles machen, aber nicht Gewerkschaft, so. Ja, das gibt es natürlich auch noch. Ja, dann kommen wir vielleicht zum letzten Punkt von uns. Dann sind wir ja ganz am Ende. Und zwar ist es jetzt noch so ein richtiger Brecher. Kommunisten sind wegen ihrem Dogmatismus und Orthodoxie dazu verurteilt, die gleichen Fehler immer wieder aufs Neue zu begehen. Ja, das, da habe ich mich gefragt, als ihr das gesagt habt, woher willst du das wissen? Weil es gab jetzt historisch mehr, also ne, quasi einen Versuch, wenn wir mal ehrlich sind. Also woher willst du wissen, dass es jetzt immer wieder die gleichen. Also auf jeden Fall zwei. Ich glaube, wir wollen jetzt wirklich nicht hier Oh. die Maoisten im Publikum verärgern, oder? Also ich weiß nicht, ob du das weißt, aber wir haben hier Grüße gehen nochmal raus in die große maoistische Hörerschaft. Grüße ins rote Magdeburg. Das kannst du ja nicht unterschlagen. Ich sagen wollte, was aber wahrscheinlich so nicht stimmt, ist, dass die halt dass sie denselben Bedingungen ausgesetzt waren und dass man es deswegen als einen Versuch zählen sollte, dass halt alle Versuche bis jetzt den gleichen Bedingungen ausgesetzt waren und dass man deswegen nicht sagt, also, ne? Aber es stimmt ja wahrscheinlich gar nicht. Man kann ja auch nicht sagen, dass jetzt in China und in der Sowjetunion eins zu eins die gleichen Fehler gemacht wurden, kann man auch nicht sagen. Also, ich finde das einfach einen sehr verkopften Punkt. Ich glaube, das ist ein Punkt, den man halt einfach. Den kannst du nicht, da kannst du nicht sagen, ich mache diesen Punkt aufgrund von Erfahrungen, die historisch gemacht wurden, sondern das ist halt so etwas, wo du denkst, okay, die sind dogmatisch unterwegs, also können die sich ja nicht weiterentwickeln, also müssen die gleichen Fehler nochmal machen. Aber ja, ich frage mich halt wirklich, woher willst du es wissen? Also ich glaube, ich würde auch erstmal nochmal dazu sagen, dass es ja auch ganz viele Kommunisten gibt, die eben sagen würden, dass was da jetzt Neues in China beispielsweise ausprobiert wurde an Theorie und daran, wie man einen kommunistischen Staat macht, eben falsch war. Und die sagen, dass im Endeffekt die Entwicklung von der Sowjetunion nur bis zu Chruschtschow tatsächlich richtig war. Genauso wie es ja Kommunisten gibt, die sagen, dass nur bis Lenin wurde eigentlich richtig gemacht. Und dann gibt es welche, die sagen, eigentlich nur, wenn man bis nach Gonzalo in Peru denkt, dann ist das wirklich der Kommunismus. Also da gibt es natürlich auch sehr unterschiedliche Sachen. Es ist ja nicht so, als würden alle Kommunisten sich irgendwie die jeweiligen Gesellschaftsversuche angucken und daraus dann positiv sagen, ah, okay, die und die Fehler wurden gemacht, sondern dann einfach gesagt, das ist überhaupt jetzt gar nicht mehr ein Versuch, den wir irgendwie gelten lassen. Und ich glaube, deswegen, da würde ich gar nicht so stark irgendwie drauf eingehen, sondern das, was ich mir auch bei diesem Punkt direkt denke, wenn ich den höre, ist eigentlich so, dass so Grundprobleme wie beispielsweise Zentralismus von der Partei eben nicht angegangen werden, wo ich sagen würde, dass das was ist, was definitiv eben die Nichteinbeziehung von den Massen in eben wie sollte Wirtschaft geplant sein, ganz häufig ein Problem davon war, warum eben diese Staaten gescheitert sind. Genauso wie, dass man eben sich weiterhin auch in einer Konkurrenz zu eben den kapitalistischen Staaten von der wirtschaftlichen Entwicklung gesehen hat, dass man das als Maßstab genommen hat, dass es natürlich eine militärische Konkurrenz weiterhin gibt zwischen einem sozialistischen Staat und einem kapitalistischen. Klar, das wäre ein absurder Punkt, das zu machen. Warum haben die nicht einfach friedlich gelebt? Aber es wurde sich ja trotzdem immer da als Maßstab dran orientiert und es wurden auch die Wertgrößen für die eigene wirtschaftliche Entwicklung genommen. Wenn wir uns angucken, worin wurde denn da gemessen? Da wurde in Preis gemessen, da wurde dann eben in produzierter Ware gemessen und das sind so. Ganz kurz, ich glaube, das führt zu nichts, wenn wir jetzt anfangen, die Fehler aufzuzählen. Nicht, weil ich die Fehler nicht hören will, sondern ich glaube, das führt wirklich zu nichts, wenn man jetzt sagt, okay, das, das, das und das wurde falsch gemacht und das lag am Dogmatismus. Ich glaube, das führt zu nichts. So, ich glaube nicht, dass es zielführend ist für den Punkt, den wir versuchen zu klären. Der Punkt, den wir versuchen zu klären, ist, bei einem fiktiven nächsten Versuch, den es ja hoffentlich geben wird, sind wir dann dazu verurteilt, diese Fehler nochmal zu machen. Und beziehungsweise, wenn wir sie nochmal machen, wird das dann deswegen sein, weil wir so dogmatisch sind oder weil wir vielleicht wieder denselben Bedingungen ausgesetzt sein werden. Wisst ihr, wie ich meine? Wenn man zwei Versuche nimmt, die denselben Bedingungen ausgesetzt sind, dann ist das ein Versuch. Weil man sagen muss, okay, Sozialismus unter diesen Bedingungen funktioniert nicht. So. Und zu diesen Bedingungen, also was ich mit Bedingungen meine, ist natürlich halt das Äußere, aber irgendwo auch dann die inneren Irrtümer,
so oder Fehlentscheidungen oder irgendwie, keine Ahnung, auch so, keine Ahnung. Ich finde, man kann nicht nur von Irrtümern und Fehlentscheidungen reden, sondern man muss auch ein bisschen teilweise, keine Ahnung, wenn es jetzt um Korruption oder sowas geht, das ist ja weder Irrtum noch Fehlentscheidung, das ist einfach, es ist einfach eine, ne, es ist einfach falsch, so, es ist einfach etwas, was nicht sinnvoll ist. Geschweige denn, also aus ethischen Gesichtspunkten sowieso nicht, aber ne, also es ist auch einfach, es führt auch einfach zu nichts. Genau, also wenn man halt so eine Sache, und das ist halt, das sehen wir ja in sämtlichen Versuchen, sehen wir halt die äußeren Bedingungen, die immer die gleichen waren, gefühlt, also keine Ahnung, es ist so, ne, und dann irgendwie innere Fehler, die gemacht wurden. Jetzt die Frage, wurden die gemacht, weil die Leute zu dogmatisch waren? Und das glaube ich halt nicht. Ich glaube, dass man schon zum Beispiel sagen kann, keine Ahnung, hätte die DDR frühzeitig angefangen, sich unabhängiger zu machen von der Sowjetunion und ihren eigenen Sozialismus eigenständiger weiterzumachen, wäre das sicherlich sinnvoll gewesen. Und da kann man ja auch sagen, ist wieder halt ist vielleicht Dogmatismus so. Aber ja, aber nicht in Bezug auf die Idee oder die Theorie, sondern in Bezug auf den großen Bruder. Ja, ich glaube, worum es uns bei dem Punkt geht, ist halt einfach so grundsätzliche, einfach Grundfesten, die kommunistische Bewegung bis heute eben verfolgt, in Frage zu stellen. Das ist natürlich auch die historische Diskussion, die es schon immer zwischen Anarchismus und Kommunismus gab. Aber wo wir eben sagen würden, natürlich hast du recht, sind die Bedingungen ein ganz zentraler und wichtiger Grund, warum sich ein Gesellschaftsversuch dann so und so entwickelt. Aber man kann halt einfach auch nicht um jetzt mal den Klassiker in den Raum zu werfen, die Übernahme der Macht als eine politische Partei da rausklammern. So, das hat natürlich, die klassische anarchistische Kritik wäre daran eben, dass es eine Eigendynamik hat, dass es eben kein neutrales Werkzeug ist, was man im Sinne der Arbeiter- und Bauernmacht dann verwenden kann für ein gutes Ziel und dann eben den Kommunismus irgendwann einzuführen, sondern dass das eben ein Herrschaftswerkzeug ist, was korrumpiert. Wo Bakunin ja eben gesagt hat, setze den größten Revolutionär auf einen Thron und wird binnen kürzester Jahre der größte Tyrann. Und das sind natürlich, haben da auch die Umstände dazu beigetragen und mit dazu geführt, dass solche Entwicklungen begünstigt wurden. Aber dass diese Sachen in der Sowjetunion zum Beispiel dann so eine Laufbahn nehmen, das haben die Anarchisten damals vorausgesagt. Lange bevor es passiert ist, überhaupt in der Menschheitsgeschichte. Also Goldman und Kropotkin und Bakunin und so, die haben das alles halt analysiert, dass das passieren wird, wenn die Sowjetunion diesen Weg einschlägt, eben von einer Ein-Parteien-Diktatur an der Stelle dann. Ja, also kann man ist sicherlich ein Argument, was sich hören lässt. Auf der anderen Seite muss ich wieder sagen, also die eine Bedingung, die immer bisher dazu geführt hat, dass es irgendwie den Bach runterging, war halt die Konkurrenz zu den kapitalistischen Staaten. Militärische Konkurrenz und wirtschaftliche Konkurrenz. Und wenn wir beim nächsten Versuch zum Beispiel das nicht hätten, dann wüsste ich, also dann kann man ja, kann man dann sagen, dass es dann trotzdem, dass man dann trotzdem ein Korruptionsproblem hätte. Weiß ich nicht. Ich glaube nicht, dass man sicher sagen kann, das wird so oder so passieren. Und ich meine, halte ich es für wahrscheinlich, dass wir beim nächsten Versuch dieses Problem nicht haben werden? Offensichtlich nicht. Ich meine nur, das ist eine Bedingung, die so nicht vorgesehen ist. So, in der Theorie. Ist das so? Also ich würde doch sagen, dass unsere Theorie genau da und auch kommunistische Theorie, also egal ob ich mir jetzt Marx, Lenin, Mao oder Trotzki angucke, die haben doch alle Theorie eben geschrieben, wie kann ich in einem kapitalistischen Staat eben Revolution machen. Ja, ich meine in der von die Grundidee, ich meine in der Grundidee der Planwirtschaft. Ach so, wie jetzt eine Wirtschaft, eine wirklich menschliche Wirtschaft aussehen sollte. Natürlich, die sieht eigentlich vor, dass das unter, also das ist ja im Endeffekt dann Kommunismus, was wir dann auch mit Anarchie meinen würden, beziehungsweise auch als Kommunismus bezeichnen. Natürlich, aber es geht doch gerade, wenn wir eben uns Sozialismus anschauen, darüber, wie kann diese Transformation aussehen. Und auch da würde ich dann sagen, dass da eben, was ich gerade schon angesprochen habe, dann eben die Fehler sind. Und da müssen wir ja dann auch uns auch immer wieder anpassen, eben auf diese
Bedingung, dass das eben, ja, dass wir da eben dann wirklich diesen Weg uns ebnen können, um eben zum Kommunismus zu kommen. Und das muss ich einfach dann auch immer wieder anpassen und da darf nicht an irgendwelchen dogmatischen Grundfesten festgehalten werden. Das heißt aber auch nicht, ne, und das ist vielleicht, was ich noch mal einmal kurz auch den Kommunisten zugutehalten möchte. Es gibt da einfach eine teilweise auch sehr starke Orthodoxie, die dann eben verhindert, dass es dann zu so absurden inhaltlichen Entwicklungen wie im Anarchismus kommen kann, wo man dann auch viel mehr Einfluss beispielsweise von liberalen Aspekten haben kann oder auch einfach irgendwelchen absoluten Irrwegen. Da ist natürlich dann auch teilweise dann einfach die kommunistische Bewegung etwas mehr vorgeschützt, aber gleichzeitig sehe ich das auch als ein Problem an, dass dann eben aus dem gewissen Erfolg, den die Sowjetunion, Maos China, Kommunistische Partei Perus oder die Kommunistische Partei der Philippinen etc. erzielt haben, dass man daraus dann auch diese Autorität über all die Fragen eben formuliert und sich dann nicht mehr auch die Probleme, die es einfach intern gab, anschaut. Weil natürlich, wenn jetzt etwas gut funktioniert, dann macht man es wieder, aber ich habe das Gefühl, dass sich das teilweise dann auf alle Aspekte von der Sache dann, von dem Gegenstand, den man sich dann da anschaut, eben ausweitet. Ja, sicher. Gibt es nichts hinzuzufügen. Aber ich finde es auch wichtig, und das ist ja, also das, genau das hast du ja auch gesagt, dass man halt Orthodoxie und Dogmatismus sind ja super negativ besetzte Begriffe für etwas, was ja im Kern eigentlich gut ist, finde ich. Und zwar eben zu sagen, wir haben hier eine Idee und das ist verglichen damit, was jetzt gerade passiert, die überlegene Idee und daran werden wir auch festhalten. Und wir werden uns eure Einwände anhören und wir werden darauf antworten, aber sie werden nicht dafür sorgen, dass wir von unserer Idee abweichen. Das ist ja an sich überhaupt nichts Verwerfliches, so eine Haltung zu haben. Ja. Das ist nebenbei auch ein ganz zentraler Punkt für die sozialistische Bewegung allgemein, weil wir ja, ne, wir sind ja in einer Situation, wo wir mit dem sogenannten Ende der Geschichte konfrontiert werden, wo uns gesagt wird, dass der Kapitalismus das Beste ist, was auf diesem Planeten hier vorgeherrscht hat. Und wir müssen halt natürlich die sozialistische Idee dagegen verteidigen. Und das finde ich eigentlich auch, außer du willst jetzt noch was dazu sagen? Ja, Du tatsächlich. willst was dazu sagen? Also ich finde, das ist auch ein guter Punkt, den du aufgemacht hast mit eben diesem ganzen von Orthodoxie. Und ich sage das jetzt, obwohl ich da ja wirklich kein riesiger Theorienerd bin, was das jetzt angeht. Aber ich finde, das hat Georgi Lukács eigentlich mal ganz gut formuliert, dass es eben um die Orthodoxie der Methode gehen sollte, der marxistischen Methode von Betrachtung und Analyse von Gesellschaft und daraus eben formulieren, wie man dann eben als Menschheit nach vorne schreitet und sich befreit. Aber dass es eben nicht um eine Orthodoxie des Inhalts geht. Dass alles einfach nur als das wahre Wort ausgelegt wurde, weil es einmal marxistisch so formuliert wurde. Und ich finde, das ist dann wirklich was, was man sowohl für Kommunisten als auch für uns so mitnehmen kann. Ich finde, und das ist ja auch der Grund, warum ich eben gar nicht finde, dass man alles immer gelesen haben muss. Ich finde, man kann jemandem, der nie ein Wort Marx gelesen hat, trotzdem auch sehr gut erklären, warum auf einem Planeten mit begrenzten Ressourcen ein planvoller Umgang mit diesen Ressourcen eine vernünftige Idee ist. So. Und da zum Beispiel halte ich auch dogmatisch dran fest, bis man mir das Gegenteil zeigt, meinetwegen, aber ich habe, also ist bis jetzt noch nicht vorgekommen. Und das ist ja, keine Ahnung. Es ist natürlich das Ergebnis irgendwie von einer marxistischen Analyse, die ich nicht selber vorgenommen habe, sondern die haben andere für mich vorgenommen, glücklich, dankenswerterweise. Aber das wäre ja auch ein Inhalt, oder nicht? Also das ist ja eine inhaltliche Feststellung. Ja. Da wäre dann jetzt wieder die Frage für uns, die wir jetzt wahrscheinlich nicht ausführen werden, wie genau plant man denn diese Wirtschaft? Wird die auf einem zentralistischen oder föderalistischen Modell geplant? Und ich glaube, das führt dann jetzt auch zu weit, um das auch Das noch. können wir auch nicht heute klären. Eine Frage für einen anderen Tag. Das können wir uns dann nach der Revolution überlegen. Ah. Ich glaube, das sind schon Fragen, die man schon vorher. Natürlich nicht. Ich habe in diesem Podcast mehrfach das Gegenteil davon gesagt. Das war offensichtlich ein Witz. Ja, dann sind wir, glaube ich, für heute jeweils mit unseren Mythen durch. Ich hoffe, es hat auch auf euch, die jetzt zugeschaut oder zugehört haben und auch auf dich
gewirkt, dass es doch irgendwo auch ein Schlichtungsversuch natürlich ist, auch wenn wir uns heute ein paar Mal gestritten haben. Aber ich glaube, ohne ein bisschen Streit kann man auch so Vorurteile und Mythen nicht aus der Welt schaffen. Ist so. Und manche Sachen stimmen auch. War doch auch eine witzige Mischung aus so Polemik, aus banalen Punkten und aus den tiefschürfenden Fragen, die uns bewegen. Ja, vielen Dank für die Einladung. Hat sehr Spaß gemacht. Danke, dass du da warst. Uns auch. Ja, und dann würde ich sagen, war es das für heute und wir hören uns und sehen uns bald wieder. Glück auf. Glück auf. Du kannst jetzt sowas Berlinerisches sagen. Nein. Ich habe ja schon meine Verabschiedungsformel gesagt, das reicht, glaube ich.